Hallo, ihr Lieben, ich grüße euch, ihr da draußen. Ich grüße euch, die jetzt zugeschaltet haben zu meinem Beitrag zum diesjährigen Channeling-Kongress. Und ich freue mich sehr, dass ich wieder die Einladung vom Team des Channeling-Kongresses erhalten habe. Ja, und das Thema der Frieden in dir. Der Frieden in dir ist so ein wundervolles Thema, was mich ohnehin trägt. Und ich hoffe, ich kann euch ein kleines Stückchen inspirieren und euch die Dinge übermitteln, die wichtig sind. Wer bin ich? Wer mich noch nicht kennt, ich bin Kerstin Simonet, bin seit vielen, vielen Jahren Medium für die Wesenheit Tod. Ganz genau seit 2004 arbeite ich mit ihm ganz fest und eng zusammen. Wir haben Bücher geschrieben, das Projekt Menschheit. Viele, viele Bücher sind rausgekommen. Und ich arbeite auch seit 2010, 2011 mit Ra zusammen, der auch eben mit den beiden in der Konstellation gebe ich Seminare und ja, zwar nicht viel, aber so hin und wieder gebe ich ihm doch mal Seminare. Und wir arbeiten uns eben ganz besonders mit diesem Thema, was den Frieden überhaupt erst ermöglicht in uns, was uns überhaupt erst trägt und dorthin führt, die Türen öffnet, die vielen Schlüssel, die dazu überhaupt erst das zu ermöglichen, dieses Potenzial, was in uns steckt, wirklich zu erkennen und in einer transformierten Form wirklich nutzbar zu machen und anzuwenden. Das ist sowieso, das ist so ein weit gefächertes Thema und ein Bereich, der mich so sehr trägt und den ich so, so sehr liebe. Und ich habe so viele Schlüssel erhalten und die allesamt dafür erforderlich sind und wichtig sind zu erkennen, dass wir diesen transformierenden Prozess in uns, in unseren Frequenzen, in unseren Herzen, durch die Liebe, durch den Frieden erst entfachen können und wir dadurch das Potenzial erhalten, uns aus dieser künstlichen Matrix zu befreien, in die göttliche, das allumfassende Bewusstsein des göttlichen, des wahrhaftigen Seins den Einblick erhalten und wir dadurch vollkommen eigenständig die Realitäten durch das weit geöffnete Bewusstsein, was sich durch den tiefen Einblick das zulassen können, all dieser Feinheiten, was sich darin für uns offenbart,